Was? Nein, können nicht. Oh, die kommen nicht mit uns mit, oder? Ach, verdammt, die patrouillieren nur, oder? Also so halb. Die patrouillieren um uns herum. Ich weiß es auch nicht. Ist es jetzt zufällig, dass sie hier in der Nähe sind? Ja, ich glaube, das ist Zufall. Ja, die sind einfach nur. Ah, jetzt habe ich so einen Schrott hier uns angeholt. Ja, super. Was für eine Geldverschwendung. Ah. Noch 7.000 haben wir nur noch. Tja, dann können wir halt. Gucken, ob wir vielleicht so eins von den Dörfern plündern. Dann zwingen wir sie wenigstens aus ihrer Burg da raus. Das sind nicht mehr ganz so viele. Kommt. Kämpft mich! Bekämpft mich! Oh! Kessa? Nee, Kessa ist das Dorf. Nein, ach. Panisches Hin- und Herklicken. Nein, ich will nicht ins. Ja, danke. Wohl mit denen? Ich meine, wir haben eine Armee besiegt, die war doppelt so groß wie wir. Allerdings ist es auch hier der Chef von denen. Ja, komm. Ah, Teurania, Sendnest, okay. Ah, sehr schön. Sehr schön. Kopf abschlagen. Dann mal sehen, wie so gut sie. Oh, warte. Die wollen nicht angreifen. Das ist sehr schön. Ihr geht dann nach da und ihr geht nach da. 2F3. Die werden wahrscheinlich wieder versuchen, hier so links lang zu gehen. Tja, ach so, oh, Support. 1, 5. Sehr schön. Mal sehen. Treffen wir hier irgendwas? Also wir treffen nichts, aber unsere Leute scheinen zu treffen. Ich hoffe, unsere Infanterie halten die Schilde lang genug durch. Formation. Geht mal ein bisschen auseinander. Ich meine, ihr habt zwar Schilde, aber wir müssen ja auch nicht unbedingt die jetzt schon alle verbrauchen. Tja, sterben gerade nicht so wirklich viele von denen. Aber da. Unsere Leute schießen zwar, ja, ein paar sterben, aber es. Nicht so viele, wie ich es gerne hätte. Also wahrscheinlich ganz viele ziemlich schwer gepanzerte Leute. Gepanzerte. Die sind sehr schwer gepanzert. 4. Okay, haben wir schon einen von unseren Leuten, zwei von unseren Leuten verloren. Das ist nicht schön. Euch schon mal dahin. Und euch kann man eigentlich auch dahin stellen.
Es läuft, geht so. Es sterben nicht wirklich genug Leute. Unsere ganzen Leute haben auch schon ihre ganzen... ja. Das versuchen wir nochmal von vorne. Okay. Wieder wollen sie nicht direkt angreifen. Hier, Bogenschützen hier, ihr hier, vier hier. Uiui. Companion hierhin. So, und dann schießen wir auch mal ein bisschen mit. Und wir kriegen ja sogar die Pfeile zurück geschossen. Da können wir auch mal ein bisschen einfach so schießen, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt was treffen. Schießen wir zu niedrig? Schießen wir zu hoch? Ich glaube, wir schießen zu niedrig. Ja. Headshot. Schön auf die Pferde schießen. Und auch sogar auf die Reiter. Oh, da ist ein Scharfschütter. Oh, da haben jetzt aber einige von denen ihr Leben gelassen. Eieieiei. Nein! Gott, die Formation löst sich auf. Nein! Was haben wir getan? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollen wir uns zurückziehen? Aha. Ja, ich glaube, wir sollten uns zurückziehen. So wird das nichts. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Support. Weg mit euch. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier hinter. Ihr versteckt euch dahinter. Ihr geht nach da. Ja, die haben halt, dadurch, dass alle von den Bögen haben, auch wenn vielleicht die nicht ganz so gute Bogenschützen sind wie wir, haben sie immer noch, nein, falsche Taste, haben sie halt immer einfach noch so viele Bögen. Das ist auch das bisschen, was sie halt, halt uns einfach überwältigen mit ihrer ganzen, mit den ganzen Pfeilen. Ach komm, 3 kann einfach auch rein. Und 4 auch. Mal sehen. Hier ein bisschen mehr so nach links hier. Wenn die dann sich da mit unseren Leuten, mit unserer Kavallerie da beschäftigen, sind sie wenigstens, können sie derzeit nicht auf uns schießen, aber wir haben sie auch relativ schnell sogar erledigt. Die wollen aber auch echt nicht sterben. Die ganzen... Die gepanzerten Pferde von denen. Einen dahin wollt ihr.
Ja. Und F2, F4. Schön nacheinander, bitte. Ihr kommt hier hinter. Eieiei. Eieiei. Und Z. Ja, komm. Ja, sehr schön, wir können wieder heilen. Das ist wichtig. Was praktisch ist, dass die hier sehr viele Leute von den Streitkolben haben. Das heißt, weniger Tote für uns. Uiuiui. Ups, falsche Taste. Eieieiei. Ganz schön ruckelig. Uiuiui. Ah, verdammt. Uiuiuiui. Ah, verlieren wieder. Einige Leute verlieren wir da. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. 22 Mann wurden getötet. 81 haben wir immer noch getötet. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder die schlimmsten getötet haben mittlerweile. Okay. Sehr schön. Heilen unsere Leute. Ja, es läuft jetzt um einiges besser als gerade eben. Ja, die schlimmsten haben wir schon mal erledigt auf jeden Fall. Ach verdammt, schon wieder das Handy nicht ausgemacht. Sei still, Handy. Ich muss wirklich mal gucken, welche Nation hatten die besten so Rüstungs kaputt machen, die besten Streitkolben oder Morgensterne. Hau ab, du Pferd, du stehst nur im Weg rum. Ja. Ah, wunderbar, da haben wir einen erwischt. Ein Hyatt Foot Knights hat es von uns auch erwischt. Okay. So, hey, da schießt jemand auf uns mit einer Armbrust. Das ist nicht in Ordnung. Ihr habt keine Armbrüste zu haben. Ihr seid Nomaden. Ah, da schießen wir den schön in den Rücken. Ui, die sind ganz schön weit weg. Treffen wir die noch? Ah, vielleicht was höher. Ja, eigentlich müsste doch die Höhe, obwohl vielleicht ein bisschen zu niedrig. Ah. Nee, das sieht ein bisschen zu hoch aus. Ah, jetzt haben wir einen
da treffen wir es auch ordentlich. Treffen bewegt sich immer, wenn wir schießen. Jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Wunderbar. Wo sind sie? Die letzten paar. Die kriegen wir jetzt auch noch. Okay, einen haben wir schon mal. Und ein vereinzelter. Oh, da. Wer war das? Ich hoffe, es geht jetzt noch nicht noch ein Bogenschütze. Ah, okay, ein Bogenschütze. Ich meine, ich hoffe nicht ein Britner Bogenschütze. Das wäre jetzt echt nervig, wenn wir jetzt die ganze Zeit dem hinterherrennen müssten. Gerade weil wir nicht mehr so viele Bogenschützen mit Pfeilen auch haben. Obwohl, die haben hier, die haben ja sogar noch Pfeile in ihrem Köcher. Aber haben es auch so erledigt. Ah, wunderbar. Ich nehme gefangen. Gegen dich möchte ich nicht nochmal kämpfen. Du hast mir eindeutig zu viele Truppen. So. Tja, wir müssten mal wieder uns Leute holen. Frage ist nur, was für Leute müssten wir uns holen? Ich würde sagen, jetzt kämpfen wir mal gegen die Eskorte, oder? Sollen wir das machen? Ich weiß es gerade nicht. Sind wir in der Verfassung, so etwas zu tun? Stärke. Mehr Power Draw. Ich habe übrigens gesehen, dass man mit Power Draw doch über 10 drüber gehen kann. Ich war irgendwie der Meinung, dass das 10 das Maximum-Level ist. Also hier bei Surgery ist es auf jeden Fall Maximum, aber bei Power Draw kann man anscheinend auch drüber gehen. Das heißt, man kann also doch diese Bögen mit mehr als mit über 10 Power Draw kann man also doch benutzen. Da lag ich falsch. So. Wir haben zurzeit 180 Mann. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten. Wir warten nochmal bis zum nächsten Morgen. Komm. So. Können wir auch wieder ein bisschen Leute upgraden. Und jetzt sind wir 210 Mann. Ja, jetzt können wir doch. Ein Hoch auf unsere Ärzte. Die helfen uns doch, unsere ganzen Leute schnell wieder aufzupäppeln. 3 nach da, 4 nach da, 2 nach hier, 5 nach hier, 1 nach da, 4 nach da oben, ganz da oben. Okay. Oh, die haben auch einige. Sind doch keine Kulan-Einheiten. Was sind das denn für komische Leute? Eieiei. Vor allem haben sie auch Arulo. Das sehe ich doch an diesem sehr auffälligen Rauch, der uns hier umweht. Ah, das sind Freelancer, sind das. Und wir treffen gerade nichts. Ich weiß nicht genau, warum wir nichts treffen. Oder treffen wir nur Schilde? Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Eieieiei. Nein, du wirst nicht auf uns schießen. Oh, er hat's Uldin erwischt. Schießt die etwa auf uns? Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Hier ist ein Pfeil. Wir sind gar nicht mal so viele Pfeile, die wir vielleicht aufsammeln könnten.
Aber für den reicht's. Den Pfeil, der steckt in der Leiche, der ist also besetzt. Obwohl, stopp, nein. Schön eng aneinander. Kuschelt euch schön aneinander. Eieiei, ja, um den kümmere ich mich mal ganz kurz hier. Kann ja so nicht angehen. Nee, Kavallerie. Wunderbar. Unsere Leute schießen schön auf deren Leute. Ich verstecke mich weiterhin hier hinter ihnen. Obala. Kavallerie nach hier. Hier können wir mal gucken, dass wir euch hier entsorgen. Da traue ich mich jetzt nicht unbedingt, oder traue ich mich doch? Okay. Die sind erstaunlich schwach. Die sehen stärker aus, als sie eigentlich sind. Schießt du etwa auf uns? Wir haben unsere Infanterie umschifft. Wir haben uns einfach flankieren lassen. Aber ich meine, selbst unsere Bogenschützen sind im Nahkampf stärker als sie. Sehr schön. Da haben wir wieder nochmal einige Sachen, die wir gefangen nehmen können. Gerade die Invoker, das wird schön. Das wird schön viel Geld geben. Wunderbar. Da haben wir jetzt auch hier alles mitgenommen. Hier gehen wir das hier alles ab und holen uns dafür noch mehr schöne Sachen. Mal sehen. So, haben wir jetzt noch einiges, vor allem die Eskorte. Ich weiß nicht, ob die wieder zurückkommt. Oder ob die so ein Einmal-Ding ist, sobald es weg ist, dass es dann nicht mehr wiederkommt. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir hier schön die ganzen Sachen verscherbeln werden. 3500. Mal sehen, habt ihr denn hier einen schönen... Tja, ist die Frage. Wenn ich das Ding zweihändig nehme, ist das dann besser? Immer ist das nicht... Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch trotzdem noch besser als der hier. Wenn man jetzt auch schneller ist und eine größere Reichweite hat. Ich glaube, wir bleiben erstmal da. Ah, Shop, Moment. Taverne. Mystischer Merchant. Mal sehen, hast du vielleicht zufällig irgendwas für uns, was von Interesse für uns ist? Nee. Warte, was für ein Malus kriegt man nochmal? 25%? 13%? Ich weiß es nicht mehr. Trotzdem lohnt es sich auch nicht, trotzdem nicht lohnt. Ja, ist jetzt nichts. Longbow, Shortbow, Long Swordspear, die sieht auch cool aus, aber eher nicht. So, 35.000, haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Gehen wir nochmal dahin. Vielleicht haben wir noch ein paar Leute, die wir hier, zum Beispiel ihn hier, der ist ja schön außerhalb, er hat sich weit rausgewagt. Achso, das war spotted, ich habe schon wieder gedacht, dass irgendeiner von anderen Leuten aufgestiegen ist im Level. Wir verlieren 12.000 verloren. Aber ja, wo ist das andere Zeug denn hin? Ist das dann hierhin, das da? Ja, wahrscheinlich. Ja, von den 12.000, das macht ungefähr so 11.000 minus 800, macht, also plus diese 800, die noch bezahlt wurden, macht dann ungefähr
Ja, wir sollten mal gucken, dass die nicht mehr in die Treasury da rein einzahlen. Ich glaube, das haben wir irgendwie noch falsch eingestellt. Demonic General. Ja. Jaloch. Okay. Gut zu wissen. Ja. Bist in die falsche Richtung weggelaufen. Mal sehen, du bist Marshall. Keine Ahnung, was das bedeutet. Surrender or die. Das könnte jetzt wieder hart werden. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar. Das freut mich zu sehen. Das bedeutet nämlich F2, F3. Dass sie uns nicht ganz so schnell auf den Sack gehen werden, obwohl die werden dann gleich da hinten unten verschwinden. Und dann da sicher überqueren können. 4, obala. Entschuldigung. Ja, heilen wir uns auch mal schnell. Und. Uiuiui. Da schießen wir mal schön in die Gruppe rein. Oh, wir haben sogar jemanden getötet. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So, drei nach da unten. Hier nach hier. Hier geht noch ein bisschen enger aneinander. Au, wow, 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 wow. Drei, einfach drei, einfach drei. So, bevor ihr hier nachher da rumsteht und komplett aus dem Latschen gehauen werdet. Hier sollt ihr euch hinstellen. Ihr sollt nicht angreifen. Und nicht schlecht, die haben ja mit ihren Wurfechsen so wirklich jemanden aus dem Sattel geholt. Nehmen Schaden, unsere Leute nehmen Schaden. Ja. Wir haben quasi kein Leben mehr. Uiuiuiui. Okay. Also die erste Welle doch relativ gut überstanden. Relativ. Problem ist, ich habe auch immer keine Lust, dieses Schild runterzunehmen. Einfach weil die ganzen Bogenschützen, die auch hier sind, da kann man sich schnell mal einen Pfeil einfangen. Uiuiui. Nein, haben wir daneben geschlagen? Okay, sehr schön. Nein, komm. Okay, haben wir das. Das ist schon mal gut. Okay, haben wir den auch aus dem Sattel geholt. Uiuiuiuiuiui. Okay. Komm. Auf ihn. Zur Not auch mit Gebrüll. Uiuiui. Komm, sehr schön. Ah, ne, er lebt noch. Frechheit. Wie kann er es wagen?
einfach noch zu leben. So, mal gucken. Hier sollte vielleicht die Infanterie lieber hin. Okay. Hier geht man noch weiter hier hin. Und... Boah. Nee, der lebt nicht mehr. So wie der geflogen ist, habe ich mir das schon gleich gedacht. Okay. Wir schießen wieder schön auf die einen. Okay, da kommen jetzt wieder welche. Macht euch bereit. Die werden... Ah, verdammt, da ist einer durchgebrochen. Noch einer... Nee, okay, den haben wir erwischt. Ah, uiuiui. Jetzt sollten wir uns ein bisschen umsatteln. Eine Lanze vielleicht. Also beziehungsweise so ein Speer wäre vielleicht nicht schlecht. Das sollten wir vielleicht überlegen. Uns so einen schönen Speer holen. Wunderbar. Wir wollen hier nicht, dass wir Leute verlieren. Ah, okay. Der ist tot, bevor wir überhaupt da ankommen können. Die ganzen Pferde, ne? Weg mit euch. Macht nur unsere schöne Formation kaputt. So. Oh, wir haben sogar noch Bogenschützen mit Pfeilen. Komm, jetzt können wir eigentlich auch... Ah, okay. Wir sind schon alle tot. Wunderbar. 9 wurden getötet, okay. Was geht denn noch? Ah, der ist ein Marshall. Nee, du bist mein Gefangener. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, das war's auch wieder mit dieser Folge von Let's Play Mountain Blade Warband Prisno. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in der Arena unsere Stärke zur Schau stellen werden. Aber bis dahin, tschüssi.